Entschuldigung. Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, heute ist Freitag und da es ja gerade so gut läuft mit den Geschichten, dachte ich, ich erzähle euch heute nochmal eine Geschichte zum Berichten. Oder besser gesagt, ein paar Geschichten. Also heute geht es so übergeordnet mal ums Thema Auto. Also ihr müsst wissen, wow, entschuldigt, ich habe gerade noch meinen Hasen da unten und die versucht gerade mein Knie irgendwie rumzuschubsen und ist dabei sehr unerfolgreich. Ja, auf jeden Fall müsst ihr wissen, dass bei mir in der Familie so ist, dass meine Mom und mein Dad immer je ein Auto haben, weil, naja, mein Dad wollte irgendwie, ruft manchmal gerne nachts durch die Gegend und meine Mom, die, ja, ich weiß gar nicht warum. Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, habe ich keine Ahnung, warum meine Eltern zwei Autos haben. Weil meine Mutter eh mein Vater meistens durch die Gegend fährt, so wie sie auch mich durch die Gegend fährt. Meine Mutter ist ein mobiles Taxi. Ein Taxi auf zwei Beinen. Früher hat sie mich auch durch die Gegend getragen, könnte man also wirklich so betrachten. Okay, ich schweife ab. Also auf jeden Fall war es dann immer so, dass meine Mom sich ein Auto gekauft hat und das hat sie ihm dann gemacht und das war's dann. Und dann war mein Dad immer jemand, der hat sich auch das Auto zugelegt. Und immer wenn er das gemacht hat, dann hat er immer erstmal so Probeautos bekommen vom Autohaus. Und ja. Das war immer das Größte, was es überhaupt gab, weil wir hatten da immer alle möglichen Probeautos, so nach dem Motto mal zum Testen, welches uns so gefällt. Was immer so ganz unauffällig von der Autofirma mit meinem Vater seinen Reparaturen oder TÜV in Verbindung gebracht wurde, so nach dem Motto, wir geben ihm hier einen Leihwagen. Dann konnte dann eben mit dem Leihwagen wieder durch die Gegend brausen, so für 2-3 Tage. Und das war immer total das Coolste. Ich habe mich immer riesig darauf gefreut, diese Leihwagen zu bekommen, weil mein Vater und ich dann immer, die sind meistens so am Nachmittag, hat er die bekommen, Nachmittagabend. Und dann, wenn die, also wenn es dunkel gewesen ist, was damals nicht wegen mir war, sondern einfach, weil mein Dad noch zu Abend, weil wir noch zu Abend gegessen haben, ich auch, also nicht nur mein Dad. Und weil er noch nach Hause gekommen ist von der Arbeit und alles. Also auf jeden Fall, wenn es im Dunkeln war, sind mein Vater und ich dann immer zur Autobahn gefahren mit dem Auto. So. Also so ganz unauffällig, so kleine Autobahnausflüge. Und dann sind wir da immer mit gefühlten 100 Sachen über die Autobahn mit diesen Wagen drüber gefahren. Und haben die mal so getestet, wie die so sind. Und haben die auch dann noch so getestet, wie sie für uns sind und was wir toll finden. Und ich habe damals dieses Auto gehabt, das fand ich total mega. Das war so ein halber Bus eigentlich schon. Und ich fand es mega, weil da war so viel Platz und da konnte man dann, wartet mal, entschuldigt, ich muss mal ganz kurz mit Hasen ärgern. Entschuldigt, die Kleinen so ein bisschen rennen. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir dann da so, ja, durch die ganze Zeit dann diese Autos getestet haben, wie die Sitze sind. Ich durfte dann auch vorne sitzen, weil mein Kindersitz hat Papa meistens im anderen Auto vergessen. Da mussten wir gerne immer das Kindersitz rum und um Gebäude. Zumindest erinnere ich mich da an was. Oder nee, er hat es nicht vergessen, sondern er musste dann ja immer von dem Auto in den Leihwagen reinbeugen. Genau so rum war es. An dieser Stelle pardon, Papa, für die erste Behauptung. Ja, auf jeden Fall sind wir dann immer über diese Autobahn gefahren und haben da die totale Autoraserei betrieben. Und meistens haben wir dann irgendwo dann angehalten, entweder an der Tankstelle oder irgendwo mitten auf einem Feld und haben dann einfach so ein bisschen noch die Gegend angeschaut. Und dann gab es entweder immer ein leckeres Eis aus der Tankstelle, was ich jetzt heutzutage auch noch gerne esse. Vor allem Cola-Eis. Ich liebe Cola-Eis, obwohl es so richtig pappig ist. Früher war es nicht so pappig, glaube ich. Oder man hat es früher weniger gemerkt. Oder einmal sind wir dann auch auf jeden Fall da durch die Gegend gerast und dann war es noch Tag. Und dann sind wir da mal mitten auf einem Feld stehen geblieben. Und dann war da doch tatsächlich eine riesengroße Blumenwiese mit total vielen tausend Blumen. Und dann haben wir noch Blumen gepflückt für meine Mom. Die haben wir ja dann auch mitgebracht. Ja, und sind auch durchs Blumenbeet durchgelaufen. Das war echt schön.
Ja, oder einmal da hat mein Dad dann, ja, haben wir dann angehalten vor einem Kino. Es war, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber wir sind dann irgendwie bei einem Kino gelandet oder irgend so. Dann gab es da Popcorn und da haben wir uns so eine Tüte Popcorn gekauft und haben uns aber den Film nicht angeguckt. Wir sind dann vor dem Film wieder weg gewesen, so weggefahren. Und es sind einfach so mitunter die schönsten Erinnerungen, weil irgendwie das Besondere für mich war daran, es war einfach Zeit mit meinem Dad verbringen und durch die Gegend fahren und ein bisschen die Welt erforschen und Neues kennenlernen. Und ja, und Eis. Irgendwas zu spachteln gab es immer. Einmal sind wir auch essen gegangen, was war so, ich glaube, zumindest waren wir dann so auf ein paar Pommes. Und das war auch toll. Ja. Das war einfach toll. Und es waren einfach so Erinnerungen, die ja Vater-Kind-Abenteuer waren. Weil meine Mom, der ist da immer schlecht geworden von der Raserei. Und deswegen ist die da auch gar nicht mitgegangen. Und ja, wir haben die Autos wirklich bis zum Maximum getestet, wie schnell die fahren können. In dem Moment denke ich mir, heutzutage würde ich das nicht mehr machen, weil es mir von dieser Schnelligkeit auch schlecht werden würde. Aber damals war es für mich so ein bisschen wie. Ja, wie so, wie Achterbahn fahren, so habe ich mir Achterbahn fahren vorgestellt. Ich bin noch nie mit Achterbahn gefahren, aber das war immer so mein Abenteuer mit meinem Vater über die Autobahn heizen. Ja, gut, jetzt war es soweit. Ich würde jetzt sagen, wir kommen heute zur Auflösung unseres Querdenker-Quiz. Oder wie ich es auch immer so gerne nenne, Querdenker-Quiz. Und wie immer lese ich euch vor und hoffe, dass ich so wenige Lesfehler wie möglich mache. Sherlock Holmes besucht die düstere Psychiatrie von Balmoral. Wie immer begleitet ihn Dr. Watson. Dieser medizinisch Vorgebildete fragt den Doktor neugierig, wie man den Geisteszustand der Patienten überprüft. Nun, wir machen verschiedene Tests. Ich zeige Ihnen einen einfachen. Die beiden folgen dem Professor in ein Badezimmer. Wir füllen diese Badewanne mit Wasser, dann haben sie die Wahl. Eine Gabel, ein Glas, eine Glasvase oder ein Bottich. Womit wollen sie die volle Wanne leeren? Kein Zweifel, ein psychisch gesunder Mensch entscheidet sich für ein Bottich, antwortet Dr. Watson ohne zu zögern. Sherlock runzelt nur die Augenbraue. Wie immer zeige ich euch jetzt die Frage. Gut, dann lese ich euch jetzt die Antwort. Nein, ich bin gut. Wie würdest du die Badewanne leeren? Vielleicht indem du den Stöpsel ziehst. Ja, das ist super, das ist auch meine Theorie. Zum ersten Mal habe ich die richtige Antwort. Ich bin jetzt gerade mega stolz auf mich, dass ich bei diesem Querdenker-Quiz tatsächlich ein einziges Mal richtig gelegen habe. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was waren denn eure tollsten Abenteuer, die ihr so erlebt habt. Oder auch gerne, ihr könnt mir auch gerne schreiben auf Twitter oder auf Facebook oder eben auch gerne eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, tschüss!